zu spielen, klicke eines der Fenster an. Und damit herzlich willkommen zurück zum Let's Play von PC Champion. Und heute sind wir in dem Dorf auf dem Gartenfest und schauen uns erstmal an, ob wir Ringe werfen können. Wahrscheinlich müssen wir den Ring auf das richtige Buchstabe, auf die richtige Zahl. Panda findet Ringe. Okay, stopp. Gut, wir müssen 3 Ringe werfen. Du bist dran. Vervollständige die Rechnung. Aufgaben. Ja. Ich frage mich immer, was die vorher erklären wollen, wenn man das so kurz zusammenfassen kann. Wunderbar. Ja, eigentlich hätte er jetzt 8 werfen müssen, damit hier 8 liegen. Aber am Ende des Spiels werden 8 da liegen, ja. Vervollständige die Rechenaufgaben. Jo, hier müssen wir 6 einfügen. Oh, da liegt der zweite schon da. Boah, ist ein erweiterndes Bild. Ein sich erweiterndes Bild. Das hatten wir bisher noch gar nicht, glaube ich, bei den Spielen. Also immer solche einzelnen Animationen. Weil hier ein Bild, das sich immer weiter erweitert. Und hier braucht... Oh, hier ist einfach nur umgekehrt geschrieben. Hier brauchen wir die 9. Spitzenklasse. Bin ich ja mal gespannt. Passen wir überhaupt 8 drauf? Boah, es wird knapp. Ah, wenn Sie sehen, wenn ich gleich sehen. Hier brauchen wir die 10. Okay, ich wollte schon 1 und 0 eintragen und mich ja nachher wundern, wie so das nicht geht. Hatten wir ja schon mal bei irgendeinem Spiel gehabt, wie ich das versucht habe und dann herausgefunden habe, dass es ja die Buchstaben noch einzeln gibt. Die Buchstaben. Erkenn dich den Buchstaben 10. So, hier müssen wir einfach 0 addieren. Du bist toll. Ah, hier geht das geht relativ schnell hier. Ah, die wurden gelöscht? Ja, okay, weil es wieder bei 4 fertig war. Und jetzt bist du dran. Und hier kommen noch 2 dazu. Dann haben wir die 8 auch wieder voll. Und jetzt bist du dran. Und hier müssen wir nur eine 1 addieren. Und dann fehlt auch nur noch eine Aufgabe. Da hätte man eh einsetzen müssen übrigens. Naja. Du bist dran. Und das hier ergibt einfach nur 7. Du bist spitze. Und damit haben wir das erste Spiel geschafft. Und die Ringe haben alle ihr Ziel getroffen. Aber mich ist echt interessiert, ob der daneben getroffen hätte, wenn ich das falsch gesagt gehabt hätte. Das interessiert mich. Ich will wissen, was passiert, wenn ich zwei Falsche sage. 8. Oh, er trifft daneben und eine Vase. Okay. Ja, das interessiert uns nicht. Gut. Der Eierlauf. Eierlauf. Sieger beim Eierlauf ist der, der zuerst die fehlenden Buchstaben. Gibt es Wörter mit Doppel-Z? Du bist dran. Setze die fehlenden Buchstaben ein und vervollständige das Wort. Also Z und TZ, klar, kenne ich. Art zum Beispiel und Zucker. Aber Doppel-Z? Zucker. Spitzenklasse. Fällt mir jetzt spontan nichts ein. Vielleicht kommt jetzt gleich im Spiel ja noch ein Wort mit Doppel-Z. Du bist dran. Setze die fehlenden Buchstaben ein und vervollständige das Wort. Guck mal, das hatten wir schon mal in einem ehemaligen Spiel. Schatztruhe. Du bist Champion. Aber sonst ein Wort mit Doppel-Z. Du bist dran. Latzhose, auch mit TZ. Latzhose. Du bist spitze. Ja. Aber schon wieder jetzt extrem lange Spiele hier. Okay. Und jetzt bist du dran. Der Absatz hat auch ein TZ. Gibt es ein Wort mit ZZ? Ja, jetzt nicht diese Lautgeräusche. Comic-Sprache nennt man das ja, glaube ich. Ja, das hat sogar irgendeinen Begriff. Lautsprache kann doch sein, oder? Lautsprache ist sowas wie Boin. Du bist dran. Zahn wird auch nur mit Z geschrieben. Zahn. Nee, der Arzt. Prima. Der Arzt wird aber auch nicht mit TZ geschrieben. Der wird mit ZT geschrieben, eigentlich gerade. Und jetzt bist du dran. Der Salzzahn. Also. Och Gott. Ich glaube, Nizza wird wirklich mit Doppel-Z geschrieben. Also, gut. Nizza, du bist toll. Okay, ich war mir nicht sicher. Ich war mir nicht sicher. Ich hab keine Ahnung, wie die Stadt geschrieben wird. Okay, klar, wenn es ein Name ist, super. Aber ein Name kann ja auch, wie man will, geschrieben werden. Schreib mal Christopher richtig. Oder Philipp. Philipp noch viel besser. Schreib mal Philipp richtig.
Also, es gibt, glaube ich, von Philipp und Yannick auch, Yannick auch so ein Name, den man in 30 verschiedenen Varianten schreiben kann. Mit J, mit N, Doppel N, CK, K, CK oder KK. Kann man das mit KK schreiben? Ich weiß es nicht. Ja, Vier das Zeichen. Du kann bist man ja auch Weibchen. kombinieren, wie man will, letzten Endes auch noch. Aha. Nimm mal deinen Sohn Philipp Yannick oder Yannick Philipp. Ja, also so doppelnamenmäßig. Ja, musst du mir aber buchstabieren, sagte der Lehrer. Naja, Eierlauf haben wir unbeschadet überstanden und jetzt müssen wir die bunten Murmeln bis ans Ziel transportieren. Und dazu müssen wir die Aufgabe Bunte lösen. Murmeln. Kengo hat viel Spaß bei seinem Zahlenspiel mit Murmeln. Spiel mit und ordne die Murmeln der Einer, Zehner oder Hunderter. Ah, okay. Hier. Ah, okay, sogar auf Anhieb richtig. Okay. Das hier sind jetzt 600er. Die können wir alle hier reinpacken. Und dann bekommen wir hier zwei Einer. Die müssen hier rein. 200er, das kommt da rein. Vor allem, wenn man hier loslässt und dann rollen die da rein, natürlich. Sehr komisch. Und die hier. Ja, okay, wir müssen also wirklich tatsächlich nur wieder eine Reihe wieder voll kriegen. So wie wir das aus den hier jedes Los-Gewinnspielen kennen. Du bist dran. Ordne die Murmeln dem richtigen Stellenwert in den dreistelligen Zahlen zu. Na, gehen wir weiter auf Rosa, hat uns Glück gebracht bisher. Oh ja, tatsächlich. Und, nee, okay. Ja gut, war also vollkommen egal. Zwei Rot kommt in die Mitte. Drei Blaue kommen nach hier. Eine Blaue kommt nach da. Gut, das nächste muss jetzt das Ziel ergeben. Drei kommt dahin. Wunderbar. Jawohl, und da jongliert er mit dem Bumpen, mit dem Bunten. Ich kann heute nicht mehr sprechen, ne? Mit dem bunten Du Murmeln. bist dran. Oh Gott, das sind Ordne aber die viele Murmeln Zahlen. dem richtigen Stellenwert in den Hunderter. Ja, dreistelligen kommt Zahlen dahin. zu. Das sind mehr als fünf. Ah, guck mal, sie sind überfüllt sogar. Dann füllen wir jetzt hier die sechs auf und hoffen, dass jetzt fünf Rosa kommen. So mehr als fünf Rosa, die kommen noch da. Fünf Rosa, fünf Rosa. Das sind ja keine fünf Rosa, die können wir dann noch da packen. Und wir bekommen fünf Rosa, dann ist diese Reihe hier voll. Und auch diese Runde wieder geschafft. Wunderbar. Und da kommt die letzte Runde. Dann kann ich wieder sagen, na, wir kommen heute wieder gut voran und dann kriegen wir Hängemännchen. Und jetzt bist du dran. So, eine Eins haben wir ganz links. Das sind mehr als drei, das heißt, die kommen dahin. Das sind schon wieder acht. 800er gibt es nur da. 300er. Ja, komm. Bisschen pokern. Ah, wir hätten es zumachen können. Ah, oh, das ärgert mich jetzt. Ja, das kann man ja vorher nicht wissen. Das ist fies. Okay, machen wir trotzdem zu. Okay, eine Runde länger Du halt. bist Spitze. Ja. Ah, oh, jetzt macht er sogar. Okay, die sind alle weg. Also, so kann ich auch jonglieren. Alle auf den Boden fliegen lassen. Und dann haben wir jetzt das Kasperletheater. Da müssen wir wahrscheinlich die richtigen Sätze formulieren, weil sonst kriegen die Kinder keine Angst vor dem bösen Kaspertheater. Räuber Hotzenplotz. Aufregung im Kaspertheater. Nein! Jemand hat in Kaspers Text Wörter teilweise ausradiert. Oh. Hilf Kasper und vervollständige das Tätigkeitswort. Dieser Und Bösewicht, jetzt den bist du müssen wir dran, fangen. vervollständige Also das schreit ganz Tätigkeitswort. laut Kasperle, da ist der Räuber, wenn ihr den sieht. Wenn ihr den sieht, wenn ihr den seht, ach Gott. Elke ist beim Eierlauf gut Du bist zurechtgekommen. Champion. Schreibt man das zusammen? Zurechtkommen. Schreibt man zurechtgekommen zusammen? Ey, der ist aber böse. Und Der jetzt haut den bist du dran, Kasperle. Ist das der vervollständige das Kasperle links? Tätigkeitswort. Ich glaube ja, ich bin mir nicht sicher. Wir sind mit den Vorbereitungen gut vorangekommen. Ja, hier hätte man auch Wunderbar. zurechtgekommen sagen können. Und
Und jetzt bist du dran. Der Hund ist freudig Du herbeigelaufen. bist spitze. Ja. Das ist der Räuber! Du bist dran. Angelika ist um den Tisch gelaufen. Um den Tisch herumgelaufen. Aber prima. Um den Tisch gelaufen kann man auch sagen, oder? Um den Tisch herumgelaufen. Ja, das geht auch klar. Ah, da findet ihr den Räuber direkt nochmal. Die bewegen sich auch nicht. Antje ist mit ihrem Taschengeld ausgekommen. Umgekommen. Du bist Champion. Wie kommt man mit Taschengeld um? Aus Versehen verschluckt. Wenn es Münzen sind, ne, kann das schnell passieren. Philipp hat, ja, guck mal, Philipp auf einer Schreibweise. Man kann es auch mit Doppel-L schreiben, man kann es auch mit F schreiben, man kann es mit einem P schreiben. Man kann garantiert auch noch irgendwo eine IE reinpacken. Philipp hat Mamas Lieblingsvase umgeworfen. Spitzenklasse. Jawoll. Und da ist der Kasperle. Haut er wieder drauf? Ah, tatsächlich. Nein, er tut dem Kasperle weh. Ja gut, dann hauen wir ab. Wir mögen dich jetzt nicht mehr. Und spielen jetzt Himmel und Hölle. Ein Spiel, was ich nie gespielt habe und nie verstanden habe. Das ist nämlich diesen Kästchen, die man irgendwie auf- und abspringen muss. Ich hab's nie verstanden. Beim Himmel- und Hölle-Spiel kannst du beweisen, wie gut du das kleine 1x1 kennst. Klicke die Zahlen an, die als Ergebnis einer Multiplikation im 4er 1x1 vorkommen. Ja, funktioniert Himmel und Hölle wirklich so? Dass man jetzt dann nur die Kästchen berühren darf, wo die durch 4 teilbar sind? Warte, 4er 1x1. Rein theoretisch ist die 88 durch 4 teilbar, aber die kommen nicht im 4er 1x1 vor. Genauso wie die 64. Das heißt, es müssen die 40 und die 20 sein. Du hast Zahlen vergessen, die als Ergebnis einer Multiplikation im 4er 1x1 vorkommen. Dies sind die Ergebnisse der Multiplikation im 4er 1x1. Boah. Also das ist nicht genau genug für mich definiert. Also für mich ist das 1x1 nur bis mal 10. Richtig. Klicke die Zahlen weil dann kannst du sagen, klicke die Zahlen an, die als Ergebnis einer Multiplikation mit 8 vorkommen. Da brauchst du nicht im 8er 1x1 dazu schreiben. 8 hat leider so wenig Regeln. Nur die 16. Wunderbar. So. Das heißt, wenn du hier startest, musst du jetzt direkt auf die 16 springen. Musst aber sehr weit springen können. Bist du dran? 7er 1x1. 49, 70, 28. Das war's. Ne, 42 noch. Spitzenklasse. Das ist einfacher zu springen, glaube ich. Du bist dran. 3er 1x1. Alles, was die Primzahl 3 hat. Oder 6 oder 9. Ist ja auch egal. 24. 14, 15. Nee, 13. 6, das nicht. Das ist nur die 24. Du bist toll. Ja, okay. Ich bin immer so irritiert, wenn man nur ein einziges Ergebnis anklicken muss. Du bist dran. So, 5er. Ja, 5er einmal. Das ist ja easy. Ja. Zack. Und fertig. Wunderbar. Also entweder eine 5 oder 0 am Ende. Einfach die Multiplikationsregeln muss man beherrschen. Aber ich fand das nicht eindeutig. Für mich ist das damit nur bis mal 10 gemeint eigentlich. So, und das letzte Spiel, was wir heute angehen, ist Sackhüpfen. Und da müssen wir... Sackhüpfen. Vor dem Sackrennen muss Fuxi Hausaufgaben machen. Hilf ihm, das Tätigkeitswort in der vollendeten Gegenwart zu schreiben. Was? Du bist dran. Schreibe das Tätigkeitswort in der vollendeten Gegenwart. Ah, gewonnen. Vollendete Gegenwart. Ich glaube, die vollendete Gegenwart ist aber schon eine Vergangenheitsform. Deswegen ist das voll irritierend eigentlich. Weil sie ja vollendet ist. Du bist spitze. So, gewonnen. Okay, ich dachte zuerst, Moment, das ist komisches Hängemännchen.
Aber hier muss man zum ersten Mal wirklich selbst selbst schreiben. Das ist schon sehr fordernd eigentlich. Wir haben laut gesungen. Vollendete Gegenwartsform. Das finde ich krass. Wir hatten einmal damals in Deutsch eine Arbeit über Zeiten. Es war die einzige 6 in meinem gesamten Leben. Das war so grausam. Es ging auch noch irgendwas mit Gedichtsanalyse, war da auch noch drin in der Arbeit. Irgendeine Gedichtsanalyse und Zeitform. Es bringt mir nichts zu lernen, welche Zeitform ich wann, wie, wo verwende im Deutschen. Das macht man einfach nach Gefühl, also als Muttersprachler insbesondere. Der Gummitwist ist, Maya Schlösserkel, beim Gummitwist ist aufgegangen. Ich meine, du denkst ja nicht, bevor du jetzt einen Satz sagst, oh, was ist denn jetzt die vollendete Gegenwartsform? Oder muss ich die hier verwenden oder verwende ich doch lieber die normale Vergangenheit? Ja. Du bist Champion. Ich weiß noch nicht mal genau, worum es in den Test genau ging. Weil das einfach für mich. Jetzt bist du dran. Paul hat den Ring mitgebaut. Gebaut, gebaut, gebaut. Ja. Sonst. Du bist ja, das war das einzige Mal, dass ich eine 6 hatte. Also das war. Ah. Habe ich aber auch nicht viel drum gekümmert. War halt so. war auch nur in der 6. Klasse, von daher interessiert heute eh keinen Sinn mehr. Ich habe zwischen Tanja und Markus gesessen. Weil ich mir schon gerne nochmal die Arbeit genau angucken wollte, was ich da genau für Fehler gemacht habe, aber ich glaube, ich habe die Arbeit nicht mehr. Ich meine, warum sollte man sich sowas aufheben aus der 6. Klasse? Und jetzt bist du dran. Rudi hat zum Start gepfiffen. Gepfiffen. Pfiffen. Da! Und das war heute wirklich mal relativ flott. Ohne, das letzte Spiel habe ich erst, wie gesagt, Angst gehabt. Aber es ging noch. Und damit haben wir das Gartenfest auf dem Dorf abgeschlossen. Und nähern uns jetzt tatsächlich der letzten Folge. Ich habe leider keine weiteren CDs mehr. Also ich habe jetzt alle CDs abgeschlossen, die ich besessen habe. Das nächste Mal und beim letzten Mal kümmern wir uns um Berufe. Da hinten ist ein Schloss. Keiner weiß, was da für Berufe auf uns warten. Da bin ich sehr gespannt drauf. Auch die Spiele, die wir das letzte Mal sehen werden. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine gute Nacht, einen schönen Morgen oder ein frohes neues Jahr. Je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Und bis dahin, euer Enogard. Ciao.